Merkwürdig, die CDU hat zwar in Sachsen erheblich an Stimmen verloren, hat aber angeblich 139.000 Nichtwähler netto gewonnen. Wie das sein kann, das versuche ich zu erklären in diesem Video. Hallo, mein Name ist Jürgen Felger für WIM, Freiheit für Wirtschaft, Information und Meinung. Bevor ich zum Thema Nichtwähler komme, noch einmal Rekapitulation der Geschehnisse. Es gab eine Wahllistenkürzung im Vorfeld, die gerichtlich wieder zurückgezogen werden musste. Also von daher lag das Thema Wahlbetrug schon in der Luft im Vorfeld. Übrigens keine einzige Anmerkung von der Moderation zu diesem Fakt am Wahlabend. Dann gab es das Thema Briefwahlen, das ich schon bereits am Sonntag am Wahlabend thematisiert habe und am Montag auch nochmal. Und dann gab es am Dienstag übrigens ein Video von irgend so einem aus den Philippinen, der hat das dann auch erwähnt, allerdings mich dabei nicht erwähnt. Warum? Vielleicht bespreche ich es nochmal in einem gesonderten Video. Der Bundeswahlleiter, und das möchte ich auch nochmal erwähnen, dass der sagte zu einer anderen Landtagswahl, dass er die Briefwahl für bedenklich hält und vor allem den Anstieg der Briefwahl. Das sagte er, wie gesagt, zu einer vorangegangenen Landtagswahl. Ich glaube, das war in Hessen. Und man muss wissen, in anderen Ländern im Ausland gibt es das teilweise gar nicht. Und ein Verbesserungsvorschlag wäre zum Beispiel auch, einer meiner Kommentatoren schrieb zum Beispiel im Ausland, dass man vielleicht nicht nur das übernehmen könnte, die Briefwahl abschaffen generell, sondern auch die Kameras zum Beispiel installieren, Webcams. Naja, übrigens sind in anderen Ländern auch die sogenannten Wahlurnen irgendwie anders bezeichnet, da werden sie als Abstimmungsbox genannt. Also das ist schon irgendwie seltsam, warum ich meine Wahlstimme in eine umfunktionierte Mülltonne hineinwerfen soll, aber das nur am Rande. Nun zu den Nichtwählern. Also, es gibt die Brutto-Nichtwähler, die die CDU angeblich hat generieren können. Das sind 162.000. Also letztes Mal haben so und so viel nicht gewählt in Sachsen und dann auf einmal haben 162.000 die CDU gewählt, angeblich. Und dann gab es die CDU-Wähler vor also 5 Jahren, die angeblich Nichtwähler wurden, also genau andersrum, 23.000. Also ich bilde jetzt die Differenz, also 162.000 minus 23.000 netto gab es eine Nichtwähler. Wählerakquisition der CDU von 139.000 Stimmen. Das ist erheblich, wie ich finde, sehr erheblich. Und jetzt habe ich da mal einen Vergleichswert gesucht. Und zwar, wie war denn das 2014? Wie viele Nichtwähler konnte denn da die CDU generieren? Netto. Also mit Abgang und Zugang netto, dieses Mal angeblich 139.000. Und letztes Mal haben Sie wie viel gekriegt? Wie viele Nichtwähler? Ja, das waren, Moment mal, die haben gar keine Nichtwähler generieren können, netto. Die haben sogar an Nichtwähler verloren letztes Mal. Ja, warum wird denn das nicht thematisiert? Auf ARD, ZDF. Interessant ist übrigens auch, dass die Grafiken so, ich mache das auch im Vorschaubild jetzt, die aktuelle Grafik. Letztes Mal sah die Grafik irgendwie ganz anders aus, da hat man das irgendwie ganz anders gerechnet und jetzt diesmal nochmal verändert. Warum das so ist,
ja, kann sich jeder selber einreimen darauf machen. Also ich wiederhole nochmal, 2019 gab es angebliche 139.000 Netto-Nichtwähler, also Nichtwähler, die netto die CDU auf einmal gewählt haben, und 2014 waren netto, wie gesagt, 22.000 der CDU verlustig gegangen an die Nichtwähler. Also ich versuche das hier unten noch einmal in der Videobeschreibung noch mal einmal genauer zu erklären. Ein Thema mache ich vielleicht noch, je nachdem, wie dieses Video auf Interesse stößt. Ich bin auf etwas, ja, mir ist etwas aufgefallen, was die Wahlleiterin, die, ich glaube, Caroline Schreck oder so, also Schreck auf jeden Fall war der Nachname, kann man sich eigentlich gut merken, was das anbelangt, und die Nominierung von ihr. Sie wurde übrigens erst Anfang 2019 nominiert. Und da gibt es das ein oder andere, was ich noch dazu sagen kann. Das würde ich aber in einem extra Video machen. Erst einmal soweit. Besucht mich bitte auf meinem Telegram-Kanal t.me/wim4u. Ja, ich sage es hier unten auch nochmal, und unterstützen, wie ihr mich könnt, das zeige ich auch hier unten. Erstmal soweit. Danke für die Aufmerksamkeit.